wollen es aber jetzt wirklich konkret wissen und deswegen ist jetzt bei mir Christian Lindau, Teamleiter nachhaltige Kundenlösungen bei den Stadtwerken Energie in der Pößneck. Das neue Gebäudeenergiegesetz soll den schrittweisen Austausch von Öl- und Gasheizungen, also fossilbetriebenen Heizungen, regeln. Die Zielsetzung ist, dass ab 2024 möglichst alle Heizungen mit Minimum 65% erneuerbaren Energien betrieben werden. Grundsätzlich sind verpflichtet ab 01.01.2024 nur Neubauten. Für Bestandsobjekte gilt die Regelung nicht sofort und hängt ganz stark mit der kommunalen Wärmeplanung zusammen. In Jena sind 60% der Haushalte Fernwärme versorgt. Diese Haushalte können sich glücklich schätzen. Dort besteht derzeit kein Handlungsbedarf. Was dürfen Vermieter auf Mieter umlegen? Also hier können wir die Bedenken der Mieter auf jeden Fall reduzieren. Der Gebäudeeigentümer muss Fördermittel nutzen und darf nur die Kosten abzüglich der Fördermittel umlegen. 50 Cent pro Quadratmeter darf die Kaltmiete erhöht werden.